Hallo liebe Fans von Mila Volleyball TV, wir sind hier wieder in der Fraport Arena bei den United Wallis. Die haben heute 3:0 gegen den TV Rottenburg gewonnen. 3:0, schönes Ergebnis. Moritz, wie war der erste Satz? Erzähl mal was. Ich denke, wir haben gleich ganz gut angefangen, 4:0 Führung, glaube ich. Und dann haben wir den Satz eigentlich mit einem guten Vorsprung, den Vorsprung die ganze Zeit ausgebaut und den dann sicher zum Ziel gebracht. Und ich denke, da haben wir ziemlich konstant gespielt in der Annahme und im Angriff und auch im Aufschlag. Und ich denke, das war dann wichtig in dem Satz. Ja, im zweiten Satz, Rottenburg dann teilweise vorne auch. Knapperes Satzergebnis. Christian, was ist deine Meinung zu dem Satz? Ich denke, der erste Satz war ganz einfach, weil wir von vornherein in Führung waren. Im zweiten Satz waren wir nicht direkt in Führung und dann ist es ein bisschen schwieriger, gegen Rottenburg zu spielen. Das hat man auch hinterher im dritten Satz gesehen. Rottenburg hat für ein Auswärtsspiel, denke ich, eine sehr gute Leistung abgeliefert und wir haben vor allen Dingen im dritten Satz ein paar Chancen liegen lassen. Also wir haben einen sehr guten Gegner gehabt, aber wir können auch noch mal ein bisschen was arbeiten. Das Wichtige am Ende ist aber, dass wir 3:0 gewonnen haben. Ja, 3:0 war im dritten Satz nicht immer ganz klar, dass der Satz noch gewonnen wird. Dank einer sehr starken Libero-Leistung des United Wallis Libero konnte der Satz dann gedreht werden. Moritz, das siehst du doch auch so, oder? Ja, ich denke, mit so einem Libero kann man nicht verlieren. Das ist einfach unmöglich und von daher mache ich mir da auch keine Sorgen. Ja, jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter. Nächste Woche gleich 2 Spiele. Christian gegen Herrsching und die BR Wallis. Was erwartet man sich? Also wir haben angekündigt, dass gegen die Herrschinger, weil die vom Ammersee in Bayern sind, dass dann alle in Lederhosen und in Dirndl kommen sollen. Ich hoffe, es wird auch umgesetzt, dass die zahlreichen Zuschauer, die Zuschauermassen, die dann hier sein werden, dann alle in der Tracht kommen. Dann ist das Spiel an sich schon interessant, aber gegen Herrsching werden wir auch interessantes Volleyballspiel sehen. Und wir haben ja auch was gut zu machen aus dem Hinspiel, wo wir relativ sang- und klanglos, das einzige Spiel die Saison, wo wir wirklich untergegangen sind. Und sportlich wollen wir eine ordentliche Leistung zeigen und ich denke, auf den Rängen wird auch eine ordentliche Leistung gezeigt. Und dann, 3 Tage später, gegen Berlin, gegen den, nicht Meister, ja, aber gegen ein europäisches Top-Team, wollen wir dann gucken, was geht. Da können wir ganz befreit aufspielen und das wird auch ein geiles Spiel. Ja, haben wir ja schon gesehen, dass die schlagbar sind. Ich denke, Moritz, nochmal der Aufruf an die Fans, warum sollen sie zu den Spielen kommen? Ich denke, hier gibt es super Volleyballsport zu sehen, den besten Libero der Volleyball-Bundesliga und das sollte Grund genug sein, beim nächsten Spiel die Halle voll zu machen. Ja. Da alle in Tracht, ja. Ja, richtig. Also Lederhosen raus, ab ins Dirndl und wir sehen uns bei den nächsten 2 Heimspielen. Bis dann.